Gut. Wo bist du? Hinter dir. Ich habe schon wieder so ein Vieh gehört. Die sind überall. Wärst du schnell für mich? Gut. Ich dem hinterher zu rennen, damit er einen nicht abballert. Wir müssen Munition sparen. Wir müssen mit unglaublich fortschrittlichen Schraubstöcken aus dem Jahr 2112 auf Leute einschlagen. Da oben steht noch eine Flasche vom guten Aja. Schon, das Rohr hat ein Leck. Ich hab dich verloren. Wo bist du? Ah, das klingt gut. Warst du das? Ich war das. Kommandodeck C. Hier ist ein Aquarium. Ich? Hier sind 18 Cybermodule. Wo steckst du? Hier sind 12 Standardmunition. Hier waren wir nie. Doch. Das ist nämlich genau der Aufzug, dessen Tür nicht aufgeht. Warum? Der sollte aber eigentlich aufgehen, oder? Eigentlich schon. Vor allem, weil die eine Tür öffnet sich. Und da kommst du doch jetzt durch, oder wie? Nee. Nee. Siehst du doch diese. Bei mir öffnet sich die linke Türhälfte, die rechte Türhälfte der ersten Tür. Bei mir öffnet sich alles. Mensch. Gut. Trotzdem ist ein Aquarium, das habe ich nie gesehen. Ah, diese schönen Details. Boom, als wird es war Track B. Vielleicht nochmal kurz die Loks durchsehen. Ich sehe mich auch nochmal genauer um überall, ne? Weil irgendwie kommt mir dieser Raum echt kaum bekannt vor. Weil ich hier höchstens einmal gewesen bin. Während ich überall schon sehr, sehr oft war. Ja. Ah, hier sind wir. Okay, doch, hier. Ich war hier auf jeden Fall schon mal, ja. Kompetenzen und Rekompetenzen, okay. Nichts von Interesse. Bisschen Gepiepe und Geblinke. Was so ein Wartungsding wird doch wohl kaum in der Mall sein. Gab's nicht noch andere Orte? Gab die Mall, es gab das Kino. Und es gab die Crewquartiere, in die wir nicht reinkommen. Wenn uns da irgendwas fehlt. Hier ist ein Psi-Spritzer noch nebenbei. Ui. Und ein Sicherheitshelm. Mhm. Hör auf, die Sicherheitshelme immer zu übersehen. Hier übrigens. Wo ist denn die Psi-Spritze? In der Kiste. Ah, in der Kiste. Ah. Die Spritze, hm? Genau. Was? Ich tun gut. Ja, dann doch vielleicht nochmal Mall, so ganz planlos. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben wir was komplett Offensichtliches übersehen. Ich meine, hier in der Sektion ist ja nichts mehr. Und der Code für Wartrek B ist effektiv fürs Freizeitdeck. Was praktisch der Bereich ist und die Crewquartiere. Dann gehen wir nochmal durch die Mall durch. Yeah. Und lassen uns wieder mehrfach umbringen. Yeah. Und abspeichern. Und fortfahren und Daumen drücken. Ich glaube, ich lag mit meinen 2 Stunden viel zu gut. Viel zu positiv. Ja. Don't you, me. Okay, Crew Quarters. Gehst du irgendwie da in die Ecke erstmal? Ja, okay. Gerade hier ist nur das QBR und die Medizin. Hier sind Mülleimer.
Da geht's zur Hier ist die Dining. offiziellen Hier ist das Dining. Lounge. Das ist Theater. Ich bin mir ziemlich sicher, dass im Esszimmer hier was ist. Weil das Esszimmer der logischste Ort für einen Reaktorkernbewachungsraum ist. Irgendwie. Nee, direkt in den Freizeitdeck. Das ist fast noch interessanter dafür. Das macht alles keinen Sinn. Nichts hat Sinn in diesem Spiel. DJ Enten. Elvis-Imitationen. Was kommt als nächstes? Chips töten. Kampf. Eine perfekte Pistole. Aber die ist leer. Eine Milch. No smoking. Da liegen Zigaretten rum. Wie toll. Welcome to Porterby Station Mall. A Tri-Optimum Corporation Function Consumer Concepts Division. Ja. Das so. Muss man am Ende übrigens aggressiv aussprechen. Naja, ich weiß. Hier ist eine Psy-Spritze in der Frau drin. Hast du auch nie rausgezogen? Ja, mach mal. Mach ich aber nicht. Ich nehme mich deinen Scheiß mit. Ja, meine Spritze nehme ich aber nicht secondhand. Und von mir wäre das nicht secondhand. Nee. Du wirst hier gar nicht mit deinem Schraubstock aufheben. Ja. Danke. Selber mit deinem Schraubstock aufheben. Ach, hier waren die Schuhe, genau. Hoch. 8 Cybermodule. Sim-Einheit Zugangskarte Nikki. Sim-Einheit Zugangskarte Candy. Okay. Warte. Nikki Candy. Ist das wieder so wie im Original mit den mit diesen Vergnügungs. Genau. Nur wo? Wieso hast du nie in diese Leiche reingeschaut? Ich weiß es nicht. Ich hab nur die Schuhe gesehen. Vor allem, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich da auch schon drin war. Wo steckst du? Ich bin gerade gestorben. Ich bin jetzt wieder hier unten am Anfang der Mall. Ich komme wieder in deine Richtung. Okay. Guckst du mal nicht wirklich, dass wenn du oben rechts oder oben links gleichzeitig drückst und schräg läufst, du viel schneller bist? Findest du nicht auch? Irgendwie, ja. Mach ich ständig. Das kommt in den Aufnahmen vielleicht echt komisch rüber, dass ich gerade so schräg laufe, aber. Ich wollte da nichts sagen. Wie so ein Krebs. Genau, hier ging es noch irgendwie weiter. Ja, hier ist eine schöne Beschreibung in dieser dämlich riesigen Mall. Ich bin jetzt wieder hier an der. Ja. Ah ja, hier. Rechts. Rechts. Genau. Könnte dies hier Wartreck B sein? Hast du die Nummer dafür? Sekunde. Ich bin gerade auf jeden Fall im Schlüsselfeld, also. Aha. 33. 3-2. Ja, gut. 3-2-5-7-8. Es ist Wartreck B. Rage. Ganz ruhig, ich bin eins mit mir selbst, ich rege mich nicht auf. Donut. Einer. Du hast schon genug Real-Life-Donuts, lass mir wenigstens diese hier. Auf keinen Fall. Vor allem, da wird auch wirklich Donut geschrieben, ne? Ne, Donut jetzt hier drin, okay. Da mache ich sicher, dass da so beim Rumliegen ein A stand. Okay, dann halt nicht. Ne, da stand Donut. Schon richtig. Okay. Oh, Naniten. Ja, so gekriegt vor mir. Auch Milch. Ich nehme immer den niedrigsten Mülleimer an. Ich bin so eine Mülleimer-Hure. Jeden Mülleimer durchsuchen. Also, was auch immer hier passiert ist, alles ist super gelaufen. Ara. Wo? Die nicht auslöst. Da in der Ecke. Oh, Moment. Gut.
Prismen. Brauche ich nicht, nehme ich trotzdem mit. Weiter im Blickfeld. Noch mehr Prismen, Antitoxin und Müll. Aber eins weiß ich. Hm? Oben drauf, da wo das Loch im Boden ist. Da, wo das Loch im Gang oben ist, wenn du mal schaust. Hier ist ein Loch oben. Gang oben? Ach ja. Da bin ich, ja. Oben bin ich da mal lang gelaufen. Das weiß ich. Ja, ich glaube, von da oben kann man nicht hier runter. Aus den Gründen. Willst du kurz stehen? Ja. Was hast du Schönes? Cola und Donuts und Prismen. Achso, und die hast du ja auch alle. Ja. Gott, wenn ich meine Eltern mit sowas sehen würden. Womit? Mit den ganzen SIM-Karten. Please make your selection. Junge, bist du pervers? Warum? Ja, nun. Oh, Leute, Spaß. Regenbogen. Bombenstimmung hier. Die Spritze und Planeten. Aber man läuft wirklich etwas schneller, wenn man schräg läuft, oder? Bilde ich mir das wirklich nur ein? Nein, nein. Dann ist okay. Sehe ich auch so. Potential Stimulation Units. Ah, das ist auf jeden Fall da, wo die Karten hingehören. Moment, lass mich erstmal wieder ankommen. Die Pflanzen sind schön. Applikator ist unbrauchbar. Ach, was ist er das? Und die Partikel hier sind interessant. Diese Wasserblubberblasen, die oben zerplatzen. Und total realistisch fliegen. Oh, logisch, oder? Mhm. Ist hier sonst noch irgendwas von Belang drin? Ein Bild. Ein Bild mit Regenbogen. Das wird man auf YouTube alles nicht sehen können, so dunkel ist das. Echt? Selbst ich sehe hier doch schon kaum was. Komm, ich drehe die Helligkeit mal was höher. Okay. Video. So. Vor allem, wenn ich ja nicht die Helligkeit oder den Kontrast heller setze. Mhm. So. Ach, was sagt die Masse nochmal? Glaubst du nicht an die Gefühle des Fleisches oder so, war das, ne? So in der Art, ja. Dann lassen wir uns der Fleischeslust mal hingeben. Und den Assassinen. Es passt schon ein Minigame, die abzuschlachten. Spannend. Oben sind auch noch welche. Aber erstmal muss ich hier den ganzen Sekt mitnehmen. Die Crew-Bereichkarte. Schön. Ach, schau mal hier, das Herzchen-Poster. Blinkt. Das ist animiert. Und passt hier ist, super. Es ist nicht animiert, das blinkt einfach nur aus Langeweile. Wow. Vorsichtig. Oh. Hier wird scharf geschossen. Hörst du die Musik gerade? Ja. Ist, glaube ich, wieder angekommen, oder? Das kann gut sein, aber ich höre es ja trotzdem. Ich glaube, das ist bei uns sogar gerade ziemlich synchron. Okay. Dumm. Laramies. Und einfach der Gesang dazu später. Guckt meine Teppich an übrigens. Schon aufgefallen? Ja. Und nach oben. Du musst in den. Ja. Wow, okay. Liegt gut. Planking. Ach, schau mal, hier sind sogar mehr oder weniger echte Gesichter drauf. Ja, war bei den anderen doch, glaube ich, auch. Ist das ein Kerl? Das müsste Niki sein. Das ist Niki. Nehmen alle sind Mädel. Ne, ich meine, das vierte ist ein Kerl.
ein Kerl ist dabei, ja. Oh, Nicky hat mir zwei Splitterpatronen dagelassen. Zwei Kerle sind hier. Aber schön, jetzt bloß dann nicht mehr Geld rausschmeißen für sowas. Ja. Aber es ist einfach schon echt schön, dass ich jetzt hier da Splitterpatronen gefunden habe, ne? Ja. Ja, mach auf. Darf. Candy. Epstein? Und French Epstein-Gerät. Ja, French Kissing. Dim Love Unit broken. Oh. Oh. Können meine Sims ja kein Leben machen. Nur, dass du der Sim in diesem Spiel bist. Leider. Twin. Was ist da hinten? Epsi-Spritze und Simulate Broken und da funkeln wieder Herzchen. Haben den letzten Kerl noch auf. Naja. Den Lars. Sekt. Und jetzt mit den übrigens aufgespielt in seiner eigenen Kanone rum. MF. Was war? Nichts, gar nichts. Ich hab das Akustik nicht verstanden. Ich habe gerade eine Anspielung auf den Lens aus EWF gemacht, von wegen Kanonen. Ach so. Ne? Ah ja.